So, meine lieben Leute, dann gibt es heute wohl irgendwie eine Bonusfolge. Ganz beabsichtigt war das jetzt nicht, aber irgendwie hat sich OBS verabschiedet. Keine Ahnung, was das eben war. Speicher ist eigentlich noch genug da. Ich habe keine Ahnung, was das war. Okay. Hoffen wir, dass sich das nicht wiederholt. Wir hatten eben aber auch, ihr habt nicht viel verpasst, falls das hier irgendwie jetzt ein Momentchen stand ist. Tut mir sehr leid. Wir haben jetzt eine dieser Mausoleen erledigt. Also was heißt erledigt? Zum Hinknien gezwungen. Und ja, wir haben den Ort jetzt hier schon mal vorbereitet, damit wir dann demnächst dort ein Echo duplizieren können. Dafür sind die Dinger da. Gucken wir jetzt nochmal in die dunklen Winkel da hinten. Ich glaube, von hier waren wir gekommen, ne? Und hier oben ist ja auch noch was zu tun. Was uns genau hier erwartet, weiß ich noch gar nicht. Wahrscheinlich müssten wir auch besser... Also hier haben sich schon wieder Ahnenjünger eingefunden, hatte ich gesehen. Wahrscheinlich müssten wir besser hier rum, ne? Wahrscheinlich geht es da gar nicht hoch. Aber schauen wir doch einfach mal... Halt so ein bisschen im Auge, dass OBS nicht schon wieder irgendwelche fiese Matenten macht. Da oben erwartet uns ja bestimmt auch ein Wächter des Erdschieß. Oh. Aber hier scheint uns jetzt erstmal nichts Schlimmes mehr zu erwarten. Ach, so ein Stab an einem herabfallenden Drachen. Ja, ich weiß nicht, ob das so richtig nötig ist, hier jetzt erstmal lang zu gehen. Hier scheint auch noch irgendwas zu sein. Aber hier wimmelt es halt auch von Ahnenjüngern. Ich glaube fast, das wäre sinnvoller, ne? Wann kommen wir denn da schon wieder hin? Ach egal, wir können uns das ja merken. Wir machen hier mal einen Marker hin. Ein Fragezeichen-Marker wäre nicht schlecht. So, und dann versuchen wir in die andere Richtung hochzukommen. Wahrscheinlich müssen wir dann ja auch durch die Ahnenkrieger durch. Ich hoffe, da ist nicht wieder einer mit dem Superbogen. Diese blauen magischen Bögen, die sind wirklich ein Hammer. Naja, sie sind Bögen, ihr wisst schon, was ich meine. Der Wald scheint unten zu sein. Och, geht weg mit euren Bären, ey. Wenn es nur eins gibt, was dümmer ist als die Wölfe, dann die Bären. Aber das ist ein leckerer Gegenstand. Leckerbissen holen wir uns jetzt nicht. Die da oben brauche ich jetzt auch nicht. Dann geht es jetzt da hoch.
Diese unruhig gewordenen Mausoleen sind schon geil, echt. Können da jetzt aber auch nicht nach oben was abstauben, ne? Nee. Wir haben eine Gnade. Ach, die Rohwaffen, okay. Davon müsste ich ja jetzt schon die Taschen mehr als voll haben. Danke für den Tipp. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert, ehrlich gesagt. Tod voraus? Wieder keine Melina. Huch, wir haben das Haus resettet. Das untere Mausoleum auch resettet? Nee. Ich dachte schon, oh Gott. Ich dachte schon. Mich macht das sehr unruhig, dass OBS abgeschmiert ist. Das hat es eine ganze Zeit lang nicht mehr gemacht. Kann ich schon wieder neu wegnehmen? Nee, immer noch nicht. Ja, wenn man so viele von den Schmetterlingen verplempert, ne, muss man sich nicht wundern. Und ist natürlich auch klar, dass wir jetzt, wo wir es alles verplempert haben, nirgendwo mehr ein Lagerfeuer finden. Was war gemeint mit der Tod liegt hier voraus? Ist das ein besonders wütendes Mausoleum oder warum ist der Tod voraus? Oh. Ach, hier ist wieder die Ecke, wo unten das Schätzekind ist. Ah, okay, das heißt, man kommt hier rum. Achso. Ja gut, aber wer möchte das schon? So, und hier ist es bestimmt nicht wieder Fußpilz, sondern was anderes. Doch, ist auch Fußpilz, okay. Wenn das schon steht, Tod voraus, dann möchte ich gerne wissen, alles hier einmal gesehen haben, kurz. Oh. Hä, wo ist er denn jetzt? Oh, verdammt. Das gibt's doch nicht. Oh, ich wieder mit meinem Supertalent, ey. Dunkelspiegelstein 2. Ey, das ist ja schon Meme-Qualität hier. Das ist der Papa, der sieht größer aus. Okay. Also auf jeden Fall macht er das genau so. Boah, ich muss weg. Unter mich auf Sauer, wenn mir die Glocken klauen würde. Das gibt's doch nicht. Ich kann einfach nichts treffen vom Gaul aus. Okay, dankeschön. Jetzt haben wir aber nichts angelockt hier oder so, ne? Komm mal auf hier, Junge.
Warum ist das zerdoppert? Genau. Das heißt, auch hier können wir einen Marker setzen. Ach, das habe ich falsch eingeschätzt hier. Okay. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Zwei Mausoleen gleichzeitig nebeneinander. Was machen die denn da für Hüpf? Ach, die machen wieder ihren Hüpfetanz. Und die Fläche ist sehr groß. Sie schreit förmlich nach einem wild gewordenen Drachen oder so. Der auch wieder so ein Geisterahn, Riese oder was das da war. Voraus. Aha. Hier wollten wir wieder erzählen, hier sind irgendwelche Tunneleingänge, die da aber gar nicht sind. Verdomme. Was wollen die denn da? Und wenn ich näher komme, werden die dann sauer? Mit Sicherheit, ne? Okay, die muss ich aber aus dem Weg haben da. Und die Töpfe stehen dann bestimmt auch noch auf, gell? Okay, wenn ich den angreife, dann wird es ja mit allen Ärger geben, dann werden die ja auch kommen, oder nicht? Ganz sicher, was ich jetzt machen soll. Das sieht aus, als wäre das vorprogrammiert, dass es sehr viel Ärger gibt. Also die will ich nicht auch noch am Hals haben, wenn es soweit ist. Das ist ja übel. Ich brauche ein bisschen viele Schläge dafür, gell? Ihr habt mir gesagt, 3 ist noch gerade so okay. Ich glaube, wir müssen mal Ludl holen. Ja. Na toll. Mann, diese Zielerfassung ist wirklich das Letzte, ey.
Okay, meine Liebe, wir müssen jetzt aber auch den Obermotzteil erledigen und der war nicht ganz lustig. Der hatte da auch noch andere Begleiter. Der hatte doch sonst immer nicht die Ahnenjünger, sondern. Was waren denn das noch für. Scheiße. Da hatte ich doch ein bisschen zu kämpfen dran, ne? Nein, jetzt habe ich auch Scheiße, das war dumm. Verdammt! Ja, Dudel, mach ich mal nochmal fertig. Jetzt sind die ganzen anderen aber auch wieder da, ne, oder? Ach, scheißen Dreck. So, Ludel, dann lass uns mal wieder dasselbe machen wie eben, nur erfolgreich. Hä, wo ist denn jetzt der Durchgang? Ach da. Dann liegen natürlich die Seelen jetzt auch wieder derbe beschissen, ne? Ja, Luther, dann lass uns mal machen. Scheiße, ich kann mich nicht weg, ey. Oh oh, oh oh, ich hab gar nicht aufs Schwert umgestellt. Das war nicht so gut.
Ich hab den Scheiß... Ich hab den wieder nicht auf beidhändig umgestellt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie oft kann man diesen Fehler denn machen? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es was Gutes ist, diese Avatare des Erdenbaums zu Fall zu bringen. Gesprungene Magie, Schleierträne, gesprungene Blitzschleierträne. Wieso kriegen wir drei gesprungene Tränen? Moment mal. Die Dinger müssen doch eigentlich immer... Ach, das können wir nur am Lagerfeuer machen, ne? Die sind das auch nicht. Nee, hier sieht man das überall nicht, ne? Oder? Ja. Doch, hier. Verstärkt kurzmagische Angriffe. Eine Kristallträne, die langsam im Laufe vieler Zeitalter dort heranwuchs, wo der Segen des Erdenbaums auf den Boden fällt. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch verstärkt kurz eure magischen Angriffe. Also das, achso, die sind quasi auch Qualitätsstufen, ja. Wird eine bestimmte Zeit lang die Kraft auf kleine Angriffe, kurz eure heiligen Angriffe, kurz Blitzangriffe, okay. Nach Lutel ist auch schon wieder abgedampft. Ja, gut. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob ich das überstehe, ehrlich gesagt. Ah ja, hier waren wir ja die letzte Folge unten. Also die letzte halbe Folge da. Wie, oh Freund. Das ist aber nicht... Oh, Scheiße! Diese Steuerung wirklich. Dass man das Fenster nicht mit B zumachen kann. Nee. Das ist unser Freund gewesen? Woran erkennen wir das? Und dann noch mehr. Achso, das ist der Weg jetzt unten lang. Ne? Das müssen wir uns ein anderes Mal angucken. Wir haben ordentlich Seelen jetzt schon wieder bekommen dadurch. Okay, aber hier ist kein Raufkommen auf die... Achso. Die Festung. Das habe ich anders gedacht. Das sah hier anders aus. Achso, das ist nochmal ein Plateau da drunter, ja. Ja, gut, dann... Oh. Ist das schon wieder so der Bärenonkel da unten? Also da, wo der Alte sitzt? Nee, das ist doch eigentlich weiter hier hinten gewesen. Das hatten wir ja jetzt eingesammelt, ne? Das ist doch die ganz andere Seite. Das ist schon wieder ein anderer blöder Bär. Also nicht, dass ich Bären blöde fände, aber... Gegen die zu kämpfen, finde ich nervig.
Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich... Sieht doch aber aus, als käme man hier rein. Das ist doch Quatsch. Oh, so ein Dumm. Also das ist eindeutig zu hoch hier, da mag ich nicht runterspringen. Da könnte man das probieren, ne? Aber das ist doch schon die Kante. Die kommt jetzt tatsächlich nicht hoch. Jedenfalls nicht so. Eigentlich müsste man hier hochhüpfen. Und das sehe ich nicht, dass wir da hochhüpfen können. Man fragt sich dann immer, warum habe ich jetzt diesen armen Wächter oder Avatar des Airtrees erledigt. Was hält denn jetzt irgendwelche Leute davon ab, diesen Erdtriebbaum zu erleben? Wie hat er das denn geschafft? Ist er dem auf den Kopf gesprungen oder was? Na, und hier hoch vielleicht oder so? Ja. Ah. Wer hätte das gedacht? Okay. Haben wir dann doch hingekriegt. Zumindest auf diese erste Ebene hier. Ihr wisst ja, wie angenehm ich das immer finde, wenn ich... Wenn ich Gegenden nicht vorher schon von der Ferne auskundschaften kann, dann... Was ist mit euch los? Hochstraße von Bellum. Mir kommt das Gebäude bekannt vor. Oh nein! Was ist denn das hier zum Teufel? Ach du Scheiße. Okay. Oh nein, das sind diese Homing-Dinger, die ewig gehen. Oh, die machen richtig Wumms. Oh, die Gebimmel auf, Junge. Oh, der geht dann trotzdem noch, ja. Hm. Sowas würde bei mir dann nie weitergehen. Das war so klar. Obwohl, andererseits habe ich das ja bei dem... bei der großen Fläche unten bei dem Mausoleum mir auch schon gedacht.
reicht die Reichweite wieder nicht. Das war ja was. Die sind auch wieder rasend. Auge von Jeluf. Oder Liuch. Das haben wir doch auch schon mal irgendwann gehabt. Da findet man in von Raserei geplagten Landen schmerzstillend und gefährliches Rauschmittel. Und dann hattet ihr also eine geile Party, Jungs, hier, ja? Kann das sein? Na. No. Ach, hier ist jetzt der Durchgang zu dem markierten Bereich. Ah ja, okay. Das heißt ja aber auch, wir kämen hier irgendwie hoch laut Karte, oder? Hier. Dann kommen wir bestimmt auch irgendwie darüber, indem wir rumreiten, ne? Und hier unten ist dann irgendwie ein Tunnel oder Eingang zu irgendwas. Ja, ja. Oh. Dann schauen wir mal. Was uns da erwartet, gell? Ist hier denn irgendwo eine scheiß Gnade? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, 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 was zum? Okay. Ich will hier mal weg. What the f... Alter. Raserei ist der Effekt, oder was? Das war was Neues. Hier steht das ungefähr, ne, oder? Was nennt man denn dafür für ein Symbol? Das brennende Arschloch am Himmel. Ich glaube, es hackt. Muss ich jetzt lang? Da. Konvertierter Randturm? Was zum Teufel bedeutet das? Von was für einem Rand reden die?
Und wohin ist er konvertiert? Auch zur Raserei oder was? Und dann Kopfzoomen. Ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Ich wüsste gern das Rätsel, um es zu lösen. Okay, ich würde sagen, das ist ein Fall für die nächste Folge dann, oder? Oder ist das wieder so ein Nicht-Klatsche-Schildkröten-Teil? Okay. Dann war das als Entschädigung heute so eine kleine bisschen Bonusfolge. Ich weiß nicht, was für ein Rätsel wir hier lösen sollen. Wir sind jetzt auf dieser anderen Seite angekommen. Und wenn ich hier runterspringe, komme ich auch nicht wieder hoch. Sehr merkwürdig. Müssen wir den Kopf des Riesen erstmal besorgen? Hier ist ja sonst kein weiterer Hinweis. Das ist ein Fall für die nächste Folge. Dann bleibt schön neugierig. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.